Am Anfang von meinem Studium, von meinem Physikstudium, hätte ich nie damit gerechnet, dass ich mal im Biochemielabor auch Forschung mache für meine Physikpromotion. Mir hat es schon immer richtig viel Freude gemacht, irgendwie Leute für Physik oder für Wissenschaft zu begeistern, damit sie auch verstehen, woran ich forsche. In meiner Dissertation habe ich mich damit beschäftigt, wie stabil die Bindung eines Coronavirus an das Oberflächenprotein auf einer menschlichen Zelle ist. Wie stabil diese Bindung ist, beeinflusst, wie infektiös das Virus ist. Und das ist für alle Viren, die in den Atemwegen binden, relevant, weil all diese Viren erfahren mechanische Kräfte durch Husten, durch Schlucken. All diese Dinge erzeugen Luftströme, die an dem Virus vorbeirauschen, daran ziehen und es potenziell abreißen. Die Methode, mit der ich gearbeitet habe, heißt magnetische Pinzette. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen, dass man Faden an der Oberfläche und an der Kugel befestigt und mit einem Magneten die Kugel nach oben zieht. Im realen Experiment jetzt ist der Faden natürlich kein Faden, sondern die Protein-Protein-Wechselwirkung. Also wir lassen die beiden Proteine aneinander binden. Und dann spannen wir sie zwischen Oberfläche und magnetischer Kugel ein. Und dadurch können wir dann eine Kraft auf diese Wechselwirkung ausüben. Wenn ich das unter dem Mikroskop angucke, dann sehe ich die kleinen magnetischen Kugeln als Punkte. Und in dem Fall, dass diese Bindung reißt, dann schießt die Kugel abrupt nach oben und wandert extrem weit aus dem Fokus heraus. Und daran können wir dann erkennen, okay, die Bindung zwischen dem Virusprotein und dem Oberflächenprotein hat sich gelöst. Idealerweise wollen wir dieselbe Bindung aber wieder und wieder messen. Das heißt, wir wollen die aufreißen, dann wollen wir, dass die sich neu formt, diese Bindung, und dann wollen wir sie wieder aufreißen. Und damit wir das machen können, haben wir uns einen Trick von Surfern abgeguckt. Nämlich, dass sie eine Leash verwenden, die sie mit ihrem Surfboard verbindet. Genau das Gleiche haben wir auch mit unseren beiden Proteinen gemacht. Die haben wir mit einer molekularen Leine verbunden, sodass, wenn sich die Wechselwirkung löst, die beiden sich nicht voneinander entfernen können und wir können dieselbe Wechselwirkung wieder und wieder untersuchen. Der Klartext ist mein allererster populärwissenschaftlicher Text. Und ich bin froh, wenn es so ein bisschen Anklang findet und die Leute das verstehen und Freude daran haben, das zu lesen.